Das ist die Isar. Die Isar fließt in die Donau fließt ins Schwarze Meer. Das Schwarze Meer, da kommt man dann nach, also ins Mittelmeer, vom Mittelmeer in den Atlantik und vom Atlantik kommt man nach Montreal und über Montreal kann man dann nach Buffalo fahren. Das ist Poseidon, der Meeresgott der Griechen. Und das ist das berühmte Melassche Volksbad. In München haben wir auch schöne Museen, zum Beispiel die alte oder die neue Pinakothek oder das Deutsche Museum. Ich heiße Simone Gindel, bin 12 Jahre alt und wohne mit meiner Familie, also meinem Vater und meiner Mutter und meinem Bruder in München. Meine Mutter ist Lehrerin, ist 44 Jahre alt. Mein Vater heißt Markus, ist 42 Jahre alt, der arbeitet bei der AOK und früher war er auch bei der Feuerwehr. Wir haben alle vier als Hobby den Schützenverein. Und ich habe noch als Hobby ein Eiskunstlaufen. Ich gehe in die 7. Klasse am Elsa-Brennström-Gymnasium und liebe es zu singen. Ich schreibe auch gerne Geschichten oder auch manchmal Gedichte. Und ja. Nach dem Abitur will ich erstmal ein halbes Jahr oder so auf ein Dampfschiff gehen und danach will ich dann studieren. Das Gedicht habe ich zum ersten Mal am 19. November 2012 gelesen. In dem Gedicht geht es um ein Schiff, das von Detroit nach Buffalo fährt, über den Eriesee. Und da bricht ein Brand aus. Also ich glaube, das ist vor ungefähr 150 Jahren passiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine wahre Geschichte ist oder nicht, aber ich glaube es eigentlich schon. John Maynard von Theodor Fontane. John Maynard. Wer ist John Maynard? John Maynard war unser Steuermann. Oss hielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet, er trägt die Krone. Er starb für uns, unsere Liebe sein Lohn. John Maynard. Die Schwalbe fliegt über den Eriesee, gestürmt um den Bug, wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo. Die Herzen aber sind frei und froh. Und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen und plaudern an John Maynard heran. Tritt alles, wie weit noch, Steuermann? Der schaut nach vorn und schaut in die Rund, noch 30 Minuten, halbe Stund. Alle Herzen sind froh, alle Herzen sind frei, da klingt's aus dem Schiffsraum her wie ein Schrei. Feuer war es, was der Klang, ein Qualm aus Kajüt und Luke drang, ein Qualm, dann Flammen, Lichterloh und noch 20 Minuten bis Buffalo. Und die Passagiere, bunt gemengt, am Bugspriet stehen sie zusammengedrängt. Am Bugspriet vorn ist noch Luft und Licht, am Steuer aber lagert sich's dicht. Und ein Jammern wird laut, wo sind wir, wo und noch 15 Minuten bis Buffalo. Der Zug und wächst, doch die Qualmwolke steht. Der Kapitän nach dem Steuer spielt. Er sieht nicht mehr seinen Steuermann, aber durch Sprachrohr fragt er an. Noch da, John Maynard? Ja, Herr, ich bin. Auf den Strand, in die Brandung. Ich halte drauf hin. Und das Schiffsvolk jubelt. Halt aus, hallo. Und noch 10 Minuten bis Buffalo. Noch da, John Maynard? Und Antwort schallt mit ersterbender Stimme. Ja, Herr, ich halt. Und in die Brandung, was Klippe, was Stein, jagt er die Schwalbe mitten hinein. Soll Rettung kommen, so kommt sie nur so. Rettung, der Strand von Buffalo. Das Schiff geborsten, das Feuer verschwelt. Gerettet alle, nur einer fehlt. Alle Glocken gehen, ihre Töne schwellen. Himmel an, aus Kirchen und Kapellen. Ein Klingen und Läuten, sonst schweigt die Stadt. Ein Dienst nur, den sie heute hat. 10.000 Folgen oder mehr. Und kein Aug im Zuge, das Tränen leer. Sie lassen den Sarg in Blumen hinab. Mit Blumen schließen sie das Grab. Und mit goldener Schrift in den Marmorstein schreibt die Stadt ihren Dankspruch ein. Hier ruht John Maynard, in Qualm und Brand hielt er das Steuer fest in der Hand. Er hat uns gerettet, er trägt die Krone, er starb für uns, unsere Liebe sein Lohn, John Maynard. Also ich mag das Gedicht, weil ich finde die Hilfsbereitschaft von dem John Maynard einfach toll. John Maynard hat sehr viel Mut bewiesen. Und er ist nicht in Panik ausgebrochen, so wie das viele andere auch gemacht haben auf dem Schiff. Und wenn er in Panik ausgebrochen wäre, dann wären alle ums Leben gekommen. Und so ist nur er ums Leben gekommen und hat die anderen damit gerettet. Wir sind hier in der neuen Pinakothek in München. Vor einem Bild von William Turner.
Also sind wir gar nicht so weit in der Isar und vom Buffalo entfernt. Wasser verbindet Menschen.